Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach ist der Meinung, Deutschland habe die Folgen der Omikron-Welle bislang gut unter Kontrolle. Dennoch rechnet er damit, dass die Zahl der Neuinfektionen auf bis zu 400.000 steigen könnte, so Lauterbach am Freitag in Berlin. Es gehe jetzt vor allem darum, die älteren Ungeimpften zu schützen. Davon gäbe es in Deutschland vergleichsweise viele, viermal so viele wie in England und dreimal so viel wie in Italien. Omikron gilt als etwas harmloser, sind jetzt viele der Meinung, fälschlicherweise, dass die Boosterimpfung nicht notwendig wäre. Das spielt uns nicht gerade in die Karten. Auch der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, wies auf die Bedeutung der Krankheitslast in der gegenwärtigen Phase der Pandemie hin. Allein in den letzten 7 Tagen haben sich in Deutschland rund 890.000 Menschen infiziert. Das ist also quasi 1% der gesamten Bevölkerung. Das in nur einer Woche. Die sehr schweren Fälle seien relativ gering, so Wieler. Allerdings steige die Zahl der Krankenhauseinweisungen. Man steuere auf den Höhepunkt der Welle zu. Die Lage auf den Intensivstationen in Deutschland ist nach Worten des Intensivmediziners Christian Karagianides noch akzeptabel. Es sei zu beobachten, dass die Zahl der Delta-Patienten abnehme. Seit 7 bis 10 Tagen gehe die Zahl der Neuaufnahmen in den Krankenhäusern aber wieder leicht nach oben, sagte das Mitglied des Expertenrats der Bundesregierung.